Ja, während ich Sie schon begrüßen kann, freue mich sehr, dass ich Ihnen heute, liebe Kolleginnen und Kollegen, über den Lifestyle einige Dinge erzählen kann. Da ist ja schon der Vortrag, also ich sehe ihn schon. So, oder? Gut, Dankeschön. Ich habe. Die Stunde ist schon fortgeschritten. Ich hoffe, Sie sind noch nicht zu müde. Sie können sich jetzt ein bisschen zurücklehnen. Es ist jetzt so, das meiste oder wirklich fast alles, was ich Ihnen jetzt erzähle, haben Sie schon gehört. Es sind keine großen, großen Neuerungen. Ich habe mir überlegt bei dem Thema, welche Faktoren, es geht um Lifestyle, es geht um Fertility for Future. Was kann man da alles besprechen? Und da bin ich auf eine ganze Liste gekommen und habe gedacht, okay, da brauche ich jetzt nicht 15 Minuten, sondern 50 Minuten. Und da, glaube ich, kriege ich ein Problem. Deswegen habe ich mir gedacht, ich pick ein paar Themen heraus und diese Themen beleuchte ich dann einfach wirklich nur kurz, wie so mit einem, so wie ich da, so im Rampenlicht, in der Hoffnung, dass wir in den folgenden vielen, vielen, vielen Webinars, die wir noch machen und dann hoffentlich irgendwann auch einmal persönlich, dass wir dann sagen, diese Themen auch herauspicken können und genau drüber sprechen. Also heute ist eine Übersicht für Sie, auch in der Ordination, wie spreche ich mit den Patientinnen, wie erzähle ich Ihnen was zu den verschiedenen Themen. Ich fange an, Fruchtbarkeit und Alter, das ist heute schon mehrmals erwähnt worden. Was ich sagen möchte, ist einfach, wir können das Alter von der Patientin nicht ändern. Ja, wenn die bei uns sitzt und die ist 36, dann ist sie 36 und hat die Eizellreserve, die sie hat. Aber wir können als Gynäkologinnen und Gynäkologen oder auch alle Ärztinnen eigentlich, können wir ein Bewusstsein bilden. Wenn die Frau mit 35 sagt, ich hätte jetzt gern eine Spirale eingesetzt, die für 5 Jahre da drinnen bleibt, dann wäre es vielleicht von unserer Seite gut zu fragen, haben Sie sich schon mal Gedanken gemacht, wenn Sie die jetzt 5 Jahre, dann, man kann es zwar vorher rausnehmen, aber wenn Sie das jetzt planen, dann sind Sie 40 und dann wird es mit dem Kinderkriegen schwer. Also das Thema mit den Patientinnen kurz ansprechen, wie die Patientin dann entscheidet, ist ja sowieso eine andere Sache. Wir haben heute schon mehrmals gehört, das Anti-Müller-Hormon sagt uns was über die Eizellreserve der Patientin, sinkt eben ab. Aber was ganz wichtig ist und was ich in mehreren Publikationen jetzt gefunden habe, es ist kein Screening-Tool. Ich soll jetzt nicht die 31-jährige Patientin, die kommt, oder alle meine Patientinnen in der Ordination erst einmal prinzipiell das Anti-Müller-Hormon abnehmen. Viel sinnvoller ist, mit ihr darüber zu sprechen und ihr klarzumachen, dass eigentlich sozusagen die genetischen Probleme der Eizellen eigentlich viel eher dazu führen, dass man nicht schwanger wird und die natürlich korrelieren mit dem Alter. Je älter eine Patientin, desto höher ist der Anteil der genetisch sozusagen geschädigten Eizellen. Aber ganz was anderes, und das haben wir heute auch schon mehrmals gehört, bei unerfülltem Kinderwunsch macht es dann sehr wohl Sinn zu schauen, wie schaut der Hormonstatus, also Basishormonstatus in den ersten 5 Zyklustagen abgenommen aus, das Anti-Müller-Hormon und der antrale Follikel-Count, um einfach abzuschätzen. Weil man weiß dann schon, wenn es zu einer IVF führt, die Behandlung zum Beispiel nötig ist, dann korreliert natürlich das, sozusagen der Wert des Anti-Müller-Hormons mit den Eizellen, die man gewinnen kann. Gut, dann schon zum nächsten Thema, ein großes Thema. Ich habe da, wenn man sagt, okay, aber ich möchte es gerne anschneiden, weil es ist einfach ein Thema, das uns alle umgibt. Ja? Wenn man dann liest und wenn es nur auf Wikipedia ist, dann denkt man sich, Jesus, na Marina, wir sind ja eigentlich nur umgeben von Umweltgiften. Und was man weiß, die Exposition ist für Männer, Frauen, für ungeborene Kinder, Kinder generell gefährlich und es kann dazu auch wirken, dass man wirklich die Gesundheit nachhaltig schädigt. Das wissen wir bei dem vorigen Bild, Pestizide, das ist sozusagen unsere Lebensmittel, sind sozusagen oft mit sozusagen endokrinen Disruptoren, die in Pestiziden vorhanden sind, behandelt. Diese endokrinen Disruptoren sozusagen nehmen wir auf in unseren Körper und die machen dann was mit unserem Hormon, sozusagen mit unserem Hormonkreislauf und wirken dort. Ja. Was wir aber nicht sozusagen bedenken oder oft nicht sozusagen dran denken, ist, dass viele Menschen ja wirklich in direkten Kontakt damit arbeiten. Ich habe eine Studie gefunden, betreffend Kosmetikerinnen und Friseurinnen, die doch wirklich eben den ganzen Tag mit Haarfärben, Haare bleichen, Nagel, sozusagen Lack zu tun haben und es bei denen ganz deutlich herausgekommen, dass die eine häufigere Sterilität sozusagen zeigen und eine höhere Rate von Früh- und Fehlgeburten.
das Bisphenol A, also das BPA ist zum Beispiel auch so ein Thema. Das war länger in den Medien aufgrund sozusagen dieser Dinge, diesen Kinderspielzeug, Plastikspielzeug, Schnuller und Trinkflaschen für Kinder. Aber es ist natürlich so, dass BPA ist eigentlich auch rund um uns. In jeder Plastikflasche, in jeder sozusagen Lebensmittelverpackung, die mit Weich, also sozusagen mit Plastik ist, Dosen sind innen damit aus, sozusagen beschichtet. Das heißt, wir nehmen eigentlich mehr oder weniger immer wieder dieses Toxin auf. Und da gibt es eine interessante Studie von IVF-Patientinnen. Die haben also im Urin der Patientinnen die Menge des Bisphenol A gemessen und haben die in 4 Viertel eingeteilt und haben dann geschaut, okay, haben das adjustiert, Lebensalter und so weiter, wie viele Eizellen haben wir in der jeweiligen Gruppe der Patientinnen, und da ist es eigentlich ein sehr deutliches Ergebnis, sozusagen der Unterschied zwischen dem Viertel mit dem wenigsten Bisphenol A und das Viertel mit dem meisten Bisphenol A ist der Unterschied 27%, und das ist dann schon eine große Menge, und man kann sich vorstellen, okay, da gibt es doch sehr wohl eine Wirkung auf unseren Hormonstatus, also auf unseren Hormonkreislauf. Was sollen wir tun? Ich kann natürlich jetzt nicht sozusagen die Welt von allen Umweltgiften reinigen, das wäre schön. Ich bin nicht Superwoman, aber was wir tun als Ärztinnen und Ärzte ist, wir können die Frauen sensibilisieren, ganz besonders die Frauen, die eben täglich in Kontakt damit sind, ganz sicher sozusagen damit arbeiten, Kosmetikerinnen, Friseurinnen. Was ich noch gefunden habe, eine Studie zu Landwirtinnen, also Frau, die wirklich zum Beispiel dann mit den Pestiziden arbeiten, haben erhöhte sozusagen Fehlgeburtraten und sollten sich dementsprechend schützen. Ja, die Frau Dr. Bekic hat das vorher schon angesprochen, bei PCO-Patientinnen, Fruchtbarkeit und Körpergewicht, ein Thema, das sozusagen alle von uns in irgendeine Richtung beschäftigt. Was wir alle wissen ist, wenn eine Patientin übergewichtig ist, hat sie eine höhere Spontanabortrate bei einer IVF. Das heißt, ein BMI über 30, das ist jetzt noch nicht wirklich gravierend adipös, aber doch schon sozusagen eine Frau mit Übergewicht, die bei uns vielleicht ist, mit 98 Kilo. Wir müssen es ansprechen, auch wenn es manchmal unangenehm ist in der Ordination, und man muss die Patientinnen darauf aufmerksam machen. Ganz besonders deswegen, weil man weiß, sie müssen jetzt nicht 40 Kilo abnehmen. Ja, es reichen 5-10% des Körpergewichts, um wirklich der Patientin zu helfen, dass sie wirklich eine höhere Rate an Spontanschwangerschaften hat, also vielleicht dann auch gar keine Kinderwunschbehandlung braucht. Das Abortrisiko, haben wir heute schon gehört, ist erhöht. Unten in dem roten Ringel sehen Sie die Abortrate bei Patientinnen mit einem BMI über 30, mit 38%, ist dann verglichen mit den Patientinnen mit einem BMI von 20 bis 25, doch um vieles, vieles höher. Und das ist natürlich dann für die, also vielleicht ist es eine Motivation auch für die Patientinnen, sich ein bisschen sozusagen mit dem Gewicht zu beschäftigen. Nicht nur Übergewicht, ja, auch das Untergewicht ist ein Thema. Gerade so bei nullipaaren Frauen, die noch kein Kind geboren haben, ist es so, das Gewicht unter dem BMI von 20 führt dazu, dass die Zeit, bis sie schwanger werden, verlängert wird. Das heißt, auch wenn einem auffällt, eine Patientin ist sehr, sehr schlank, und kann man das auch thematisieren und sie ansprechen auf dieses Problem. Gut, ja, Über- und Untergewicht, woher kommt das? Wir sind in einem Erste-Welt-Land, wir haben jetzt im Prinzip, können wir immer alles essen, was wir möchten. Das ist natürlich oft auch gar nicht so gut, weil es auf der anderen Seite haben wir auch, also ich habe nur auf Wikipedia sozusagen gesucht, Diäten, und da sind Diäten gekommen, wo ich mir gedacht habe, das hat ihr überhaupt noch nicht gehört. Also, und auch ganz gegensätzlich, Low Carb, High Carb. Ja. Also wir versuchen dann natürlich mit spezieller Aufnahme von speziellen Nahrungsmitteln dann schön und schlank und möglichst jung zu wirken, was dann doch manchmal, und dazu gibt es auch ganz interessante sozusagen Fallstudien auch, die zeigen, dass die Frauen dann sehr wohl, wenn sie ganz, ganz sozusagen bei einer speziellen Diät bleiben, auch dann an Mangelerscheinungen leiden. Ja, also im Prinzip, wenn eine Frau zu uns sagt, ich möchte jetzt schwanger werden, ich höre mit der Pille auf, dann kann man gleich sagen, dann fangen Sie jetzt mit der anderen Pille an, nämlich die sozusagen Vitaminpille, unter Anführungszeichen, die zum Beispiel eben Folsäure enthält.
Wir wissen alle, Folsäure ist sozusagen wichtig. Kinder, also Frauen, die einen Mangel an Folsäure haben, haben ein deutlich erhöhtes Risiko. Für Kinder, die Fehlbildungen haben, haben Neuralrohrdefekte, Lippenkiefer-Gaumenspalte, sondern Herzfehler, alle deutlich erhöht. Das heißt, wir sollten da in diese Richtung schon vorbeugen. Folsäure eben in der Nahrung natürlich, es ist in grünem Gemüse, Getreide und Kartoffel, aber ja, das meistens schafft man nicht, dann genügend sozusagen zu sich zu nehmen. Und die empfohlene sozusagen Tagesdosis in der Schwangerschaft ist 400 bis 800 Mikrogramm täglich. Und die sollte man ja schon beginnen, eben zumindest 8 Wochen bevor man schwanger wird. Das heißt eben, wenn eine Frau sich entschließt und zum Gynäkologen oder zur Gynäkologin sagt, ich möchte jetzt schwanger werden, dann ist es wirklich sinnvoll, dann schon mit der Folsäure-Substitution zu beginnen. Wenn es innerhalb der Familie eben eine Belastung gibt, Geschwisterkind zum Beispiel, das erste Kind hat eine Lippenkiefer-Gaumenspalte, dann ist es eigentlich angebracht, 2-mal täglich 4 Milligramm zu geben, um das Rezidiv vorzubeugen. Ja, heute war ein Tag, an dem konnten wir alle das gute Vitamin D tanken, wenn wir die Gelegenheit hatten, zum Mittag hinauszugehen. Vitamin D, ja, wir kontrollieren das Vitamin D bei unseren Patienten. Wir in Österreich haben eigentlich relativ oft einen Mangel. Unsere Patientinnen oft überraschend, also ich hatte diese Woche eine Patientin zum Erstgespräch, die hat Vitamin D von 8. Das ist nicht gut, das ist auch nicht gesund und das Vitamin D beeinflusst natürlich auch das Outcome bei einer IVF-Behandlung. Ich habe Ihnen da auf dieser Statistik eingeringelt in Rot. Ganz links sehen Sie die Patientinnen, die sozusagen einen normalen Vitamin D-Spiegel haben, ganz rechts Patientinnen mit einem Vitamin D-Mangel. Also in der ganz obersten Zeile, das ist einfach wirklich nur die klinische, also Schwangerschaftsrate von allen Patientinnen, nicht adjustiert mit Alter und allen weiteren Dingen. Und Sie sehen, auch da ist schon der Unterschied, sozusagen mit genügend Vitamin D ist die Schwangerschaftsrate 43%, mit Vitamin D-Mangel 36%. Aber wo sie sich dann wirklich unterscheidet, das ist dann sozusagen die Baby-Take-Home-Rate. Wir haben dann, wie Sie sehen, bei den Patientinnen, die mit reichlich oder ausreichend Vitamin D versorgt sind, 47% und bei den Patientinnen mit Vitamin D-Mangel sind es nur 14%. Und das ist dann schon sehr wenig und ich denke mal, das sollte man bedenken, wenn man nach so einem langen grauen Winter ist und eine Patientin sieht. Eben weil die 15 bis 30 Minuten UVB-Strahlung täglich, die schafft man selten. Ja? In der Schwangerschaft, die tägliche Dosis ist empfohlen 20 Mikrogramm. Wenn man jetzt davor einen gravierenden Mangel feststellt, soll man das natürlich erhöhen bis zum Eintritt der Schwangerschaft. Kurzes Schlaglicht nur auf das Eisen. Wir alle wissen, in der Schwangerschaft ist Eisen wichtig. Frauen werden kontrolliert, Mutter-Kind-Pass-Untersuchung wird geschaut, wie das Hämoglobin und so weiter ausschaut. Aber ein Eisenmangel führt auch, sozusagen bevor die Frau schwanger wird, zu einer, es dauert länger, bis sie schwanger wird, weil sie mehr, wenn das wirklich ein Mangel vorliegt, sie mehr anovulatorische Zyklen hat. Also einfach die Dauer, bis eine Schwangerschaft eintritt, sozusagen hinausgezögert wird. Also es ist kein Luxus, wenn ich einmal einen Hormonstatus abnehme, dann vielleicht auch noch ein Blutbild oder einen Eisenstatus, um das zu beurteilen. Jetzt kommen wir zum wirklichen Lifestyle. Wir haben im Vortrag von Professor Stromer vorher schon gehört, eben bei den Männern, dass das sehr wohl das Nikotin die Samenzellen schädigt. Unsere Patientinnen, oder meine zumindest, feilschen da immer ein bisschen. Ja, und sagen, ja, ich habe früher 20 geraucht und jetzt rauche ich nur mehr 7 oder nur mehr 5 oder hin und wieder, wenn ich einen Kaffee trinke. Ja. Und ich habe mich dem Interesse, gibt es da eigentlich, also ab wann ist es dann wirklich, wirklich schlecht? Aber gibt eine ganz klare Richtlinie der amerikanischen Gesellschaft für Reproduktionsmedizin, die sagt, es ist eigentlich wurscht, schon ab dem Rauchen von 1 bis 9 Zigaretten täglich sozusagen ist die Fertilität negativ beeinflusst. Nikotinabusus, wie gesagt, reduziert auch die Schwangerschaftsrate bei der IVF um die Hälfte und das Rauchen sozusagen reduziert die Samenqualität, wie man schon vorher gehört hat. Das heißt, was sagen wir unseren Patientinnen? Bitte aufhören. Ja, das Rauchen in der Schwangerschaft sozusagen zu Fehlbildungen führt und sozusagen ist ein No-Go.
Aber Sie sollten einfach schon vorher versuchen, das wirklich zu beenden und nicht zu feilschen. Ja, mit einer Zigarette geht oft ein gutes Glas Wein oder ein Gin Tonic einher, aber auch da ist es so. Auf dieser Tabelle sehen Sie nur der moderate, das moderate Trinken von Alkohol führt schon zu einer reduzierten Chance auf eine Schwangerschaft. Bei Frauen ist es 1 bis 5 Getränke, alkoholische Getränke pro Woche, reduziert das doch schon deutlich. Und ich habe jetzt extra nicht die Frauen aus dieser Tabelle herausgeholt, die mehr als 15 Getränke, also alkoholische Getränke trinken, sondern wirklich nur die 1 bis 5, weil wenn man sich dann so selber beobachtet, denkt man sich, naja, hin und wieder, da kommt man schon leicht hin, ja, aber die Schwangerschaftsrate wird dadurch reduziert. Gut, ein ganz anderes Thema, die Zähne. Wir wissen, das Frühgeburtsrisiko steigt, wenn Patientinnen Karies oder Parodontitis haben. Aber es soll ja hier sein, prepare for pregnancy. Das heißt, die Parodontitis ist schon sehr wohl ein Thema. Das ist entzundenes Zahnfleisch, entzundene Zahntaschen. Und ich war sehr überrascht, wie ich das gelesen habe, dass fast jeder zweite Erwachsene davon betroffen ist. Die Wundfläche ist groß, 9 Quadratzentimeter, das ist jetzt nicht wenig. Das heißt, eine große Fläche, bei der Keime eintreten können. Und die Zeitspanne bei Frauen mit Parodontitis bis zum vom Beginn, ich versuche schwanger zu werden, bis ich bin schwanger, ist deutlich verlängert. Und das hat ja einen Einfluss auf die Patientin, wenn die versucht, schwanger zu werden und versucht und versucht und versucht und es wird nichts. Und dann hat sie noch ein erhöhtes Frühgeburtsrisiko. Also wir können sie einfach zum Zahnarzt schicken, auch wenn fast niemand gern hingeht. Aber vorher die Patientin darauf aufmerksam machen. Ja, und dann, wir sind schon fast am Ende, Fruchtbarkeit und Stress. Ja, gerade jetzt in den Corona-Lockdown-Zeiten merkt man, die Patientinnen sind oft unter einem Daueranspannung, sind angespannter, weil einfach die Umgebung anders ist, sie müssen Homeoffice und alles ist anders. Sie werden nicht schwanger, obwohl sie sich denken, ich bin zu Hause, weil manche haben gesagt, ich habe gehofft, im Homeoffice werde ich es dann schaffen, ich werde schwanger werden und sie werden nicht schwanger. Die Freunde sagen, ja, du musst deinen Kopf ausschalten, du hast zu viel Stress, denk nicht dran und dann wird das schon klappen und das hören sie dann schon vielleicht ein Jahr oder 1,5 Jahre und es klappt nicht und dadurch geraten sie unter Druck. Ja. Ungewollte Kinderlosigkeit macht Stress und erhöht auch das Depressionsniveau. Und ganz starker Stress führt auch dazu, dass man mehr anovulatorische Zyklen hat, weil sich einfach die pulsatile Gonadotropin-Ausschüttung verändert und man dadurch keinen Eisprung hat. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir die Frauen da ein bisschen rausholen aus dem Stress und das versuchen wir hier im Zentrum mit unserer Psychotherapeutin, der Frau Leitl. Wir bieten an eben Entspannungsgruppen, Austauschgruppen, wenn es sein soll, auch eine Krisenintervention. Und Beratungstermine, um diesen Teufelskreis ein bisschen auch zu durchbrechen und sie ein bisschen diesen Schritt zurück und sagen, okay, jetzt schauen wir uns das einmal an. Und jetzt sind wir schon fast am Ende. Es ist ein kleines Herzensthema von mir, nämlich Impfen, Fruchtbarkeit und Impfen. Und ich rede jetzt ganz sicher nicht von Corona-Impfungen, da gibt es Menschen, die das viel besser können, sondern ich rede generell vom Impfen. Es gibt eine Empfehlung des öffentlichen Gesundheitsportals in Österreich und da steht ganz klar drinnen, das kann jede Patientin auch lesen, da kann man ganz leicht einsteigen, da steht, vor einer geplanten Schwangerschaft ist es sinnvoll, den Impfstatus zu kontrollieren und gegebenenfalls die fehlenden Impfungen aufzufrischen. Und ich sehe es einfach bei so vielen Patientinnen, dass der Rötel-Dieter nicht existiert, dass sie das gar nicht wissen und manche sagen, ich habe gar keinen Impfpass, weiß ich nicht. Da geht es einfach um viele Dinge. Frühgeburtsrisiko steigt, die Fehlbildungen, das Risiko für Fehlbildungen steigt. Das ist einfach gefährlich, wenn man nicht Tetanus geimpft ist. Deswegen sich selber an der Nase nehmen und die Patientin einfach ansprechen, sagen, sind Sie geimpft? Und wenn nicht, dann gehen Sie zum Beispiel in Ihrem Hausarzt oder in Wien kann man auch zur Impfstelle oder momentan ist es etwas schwerer, aber man konnte zum Magistrat gehen und sich dort den Impfpass neu ausstellen lassen. Die schauen sich das an, die impfen. Das ist wichtig und ich denke, es ist einfach nicht nur fürs Schwangerwerden und fürs Schwangersein, sondern generell fürs Leben wichtig.
So, und das war's schon und ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und ich wünsche Ihnen noch viel Spaß mit unserem letzten Vortrag. Ja, danke Gudrun und sehr fantastisch. Ja. Ich schaue wieder, es gibt noch keine Fragen, du hast natürlich ganz klar das alles abgehandelt. Für mich stellt sich jetzt folgende Frage, wie immer, die Summary. Was sind die drei wichtigsten Punkte, wo du sagst, eine Gynäkologe berät eine Werdende oder eine Wunschmutter, die gerne schwanger werden will, was sind die drei wichtigsten Sachen Lebensstil? Die drei wichtigsten Sachen Lebensstil ist einfach ausgewogene Ernährung, Bewegung, dran denken, wann will man Kinder und nicht immer alles aufschieben. Es gibt nämlich nicht den idealen Zeitpunkt für Kinder. Und ich glaube, das ist auch eine ganz wichtige Botschaft. Und ja, einfach darauf schauen, dass es einem, dass bevor der große Stress da ist, dass man sich dann an Experten wendet, die einem weiterhelfen können. Okay. Ja. Gut, ja, gute Sammlung sozusagen. Okay. Herzlichen Dank. Wie gesagt, ich stehe dann immer offen, auch Fragen später noch zu stellen.